Servus liebe Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Low Ready Media. Immer noch auf der Jagd und Hund 2020, live aus der Dortmunder Westfalenhalle. Ich stehe hier am Stand von der Firma Manfred Albert zusammen mit dem Herrn Sonntag. Hallo Herr Sonntag, vielen Dank, dass Sie hier Zeit haben für uns. Lieben gerne, vielen Dank. Und ich habe es gerade eben schon mal anmoderiert. Wer Jagd sagt, sagt mittlerweile auch Schalldämpfer. Und ich glaube, Schalldämpfer, so lange sind sie noch nicht frei. Mittlerweile ist es jetzt aber Usus, jeder hat einen Schalldämpfer. Ja. Und wir haben uns gerade eben unterhalten. Jetzt ist es so, dass viele Jäger ihre ersten Schalldämpfer schon durchhaben. Ja, leider Gottes, Moritz, ist das tatsächlich so. Das war für uns in diesen Tagen sehr ernüchternd, dass sehr viele Besucher hier waren und haben ihren Kummer und ihre ersten Eindrücke von den Schalldämpfern uns kundgetan. Und das hat uns umso mehr bestärkt, bei uns im eigenen Hause mit dem Schalldämpfer etwas zu warten, bis wir davon überzeugt waren, auch das richtige Produkt für unsere Marken letztendlich anbieten zu können. Und wir haben uns gerade eben darüber unterhalten, vorweg die Dämpfer der ersten Generation oder anders, viele Jäger haben einen Dämpfer zu Hause, der ist aus Alu. Jetzt gibt es aber mit der Marke Svemco etwas ganz Neues aus einem viel beständigeren Material. Das ist richtig. Es gab bisher auch von anderen Herstellern bereits Schalldämpfer aus edleren Legierungen, so wie wir das auch verwenden. Aber wie immer ist das so dann mit einem extremen Preis verbunden. Wir haben uns letztendlich für die Zusammenarbeit mit dem norwegischen Hersteller Svemco entschieden, der uns ein System offeriert, was wirklich sehr fortschrittlich ist und dem Jäger bei der Jagdausübung immense Vorteile bietet. Und zwar nicht in Alu, nicht in Stahl, nein, Trommelwirbel, aus Titanium. Das ist richtig. Unser Schalldämpfer hat einen Kern, der innen aus Titan 5 ist. Das heißt, alle Elemente, die irgendwo in einer Art und Weise mit dem Gasstrom in Berührung kommen, sind aus Titan 5 gefertigt, auch nicht gedruckt, 3D gedruckt, sondern 3D gefräst, was nochmal zusätzliche Robustheit und Stabilität für den Schalldämpfer bringt. Der Schalldämpfer ist vom Aufbau sehr kompakt, kurz, klein und natürlich bedingt durch das Titan sehr leicht. Er beeinflusst den Schwung oder das Schwungverhalten der Waffe fast gar nicht. Herr Sonder, ich bin mir ziemlich sicher, dass viele unserer Zuschauer sich jetzt die erste Frage stellen. Wunderbar, dass es das auch gibt. Passt das auch auf meine jagdlich geführte Büchse? Wie sieht es denn da aus mit dem Thema Gewinde? Für welche Plattform ist denn dieser Schalldämpfer hergestellt worden? Das ist wie immer so. Schalldämpfer sind mehr oder weniger universell für alle Jagdwaffen zu montieren. Wir sind genau in dem Standardbereich von den Aufnahmen an Gewinden, wie andere Hersteller auch. Wir verfügen über ein patentiertes Quick-Mount-System, was einen schnellen Wechsel des Schalldämpfers auf der Jagdwaffe auch erlaubt. Also da sind keine Einschränkungen zu befürchten. Das ist universell für alle Jagdwaffenhersteller. Dann wäre meine letzte Frage. Schön, dass es sowas gibt. Wie sieht es denn aus? Sind Sie schon auf dem Markt mit dem Produkt? Kann man es schon kaufen? Muss man es vorbestellen? Und wenn ja, auch ein großes Thema, was kostet der Spaß? Wir haben den Start des Schalldämpfers jetzt hier bewusst in Dortmund gewählt, weil hier der Andrang des Publikums sehr groß ist und die Leute das auch mal sehen können. Hier unser Schnittmodell war also sehr gefragt, wo man wirklich mal genau sehen kann, wie der Aufbau eines Schalldämpfers ist. Die Schalldämpfer sind ab Ende Februar, Anfang März verfügbar. Wir haben ein Preisgefüge bei dem größten Schalldämpfer, dem Modell Magnum, was eine Dämpfleistung von 37 dB hat, das bei 698 Euro liegt. Bei dem Modell Standard, was etwas gering kleiner ist, hat eine Dämpfleistung von 34 dB. Da liegen wir bei 648 Euro. Und bei dem Modell Short, was hier auf der Waffe montiert ist, liegen wir bei 568 Euro. Mit dem Innenmodul aus Titan, was ich Ihnen hier gerne jetzt nochmal zeige, weil das für viele Leute nicht immer ganz so klar ist. Unser Schalldämpfersystem ist also modular aufgebaut, besteht aus einer Außeneinheit und aus einem Innenelement. Dieses Element ist komplett aus Titan,
lässt sich zum Reinigen einfach entnehmen, ausspülen mit warmem Wasser, mit Seifenlauge, trocknen, fertig. Liebe Leute, ihr habt's gehört, wenn euer Dämpfer auch schon lauter ist, als er eigentlich sein müsste, weil er schon permanent Hilfe schreit und eigentlich durch ist, auf der Jagd und Hund haben wir die Firma Svemco gefunden, die euch mit diesem Problem gerne mit einer Titanlösung zur Hand geht. Herr Sonntag, vielen Dank für Ihre Zeit und noch eine erfolgreiche Messe. Vielen Dank, Moritz. Vielen Dank ans Team.